Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shadow Tactics Blades of the Shogun mit mir, eurem Eki. Ja, wir haben die Mission, den Takuma, den Scharfschützen aus dem Tutorial zu befreien, der den Kanonenschuss auf den Turm überlebt hat. Und ja, ihr seht jetzt gerade Aiko dort vorne. Mugen versteckt sich hier vorne an der Seite und wartet, dass er weiter ran kann. Und ja, wir probieren jetzt aus, mit Aiko einfach mal mit der Haarnadel den hier zu töten, ohne dass der andere das hört. Bin mir aber noch nicht so sicher, ob das klappt. Aber wir werden es sehen. Tatsache, es funktioniert. Wir ziehen ihn aber schnell weg. Weil ich weiß nicht, wie weit der Kollege dort unten gucken kann. Verwandeln uns und rennen mit Mugen dorthin, um die beiden zu verstecken. Ui. Das war knapp. Dort können wir sie nicht verstecken, ist kein Gebüsch und auch keine Tür, die wir öffnen können. Aber egal. So, jetzt haben wir... Oh, wie weit kann der gucken? Ziemlich weit. Den Kollegen kriegen wir aber weg, indem wir dort gleich einen Sake hinschmeißen. Ich hoffe, dass wir hier nicht gesehen werden können. Nein, können wir nicht. Okay. So, dann ist auch so geil, dass sie so blind sind, dass sie eigentlich sehen können, aber gut. Soll nicht unser Problem sein. Jetzt gucken wir, dass wir den gleich erwischt kriegen. Hier sollte er den Sake gleich sehen können. Speichern noch einmal. Na. Ah, doch, ich wollte gerade sagen. Aber ganz knapp. So. Den legen wir auch mal einfach hier an die Seite. Und dort oben können wir nicht lang. Wir müssen also den Weg hier wirklich folgen. Hier an der Glocke ist aktuell niemand... Bis auf dieser eine. Und an den können wir ganz normal rangehen mit Aiko. Und werden dann schauen, dass wir das unauffällig hinkriegen. Dort unten ist noch ein Strohhut. Den können wir aber töten und dann ganz normal einfach... Merken die das? Wir probieren es einfach mal aus. Nö. Okay. Was passiert? Ob das jetzt so clever war? Naja, egal. Wir können uns ja... Wir gehen einfach mal hier hin. Hallo, ich bin eine Lady. Weil die machen wir anders weg. Die werden wir auf jeden Fall auch noch zerstören, sag ich schon. Hä, warte mal, wo ist der Sniper hin? Ach, er ist nach oben gegangen. Interessant. Dann tun wir ihn dorthin. Ach du meine Güte, so habe ich ja noch nie die Fähigkeiten gewechselt. Sehr schön. Haben wir ihn. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Wir versuchen es einfach mal. Oh, 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 oh. Ist ja schon wieder so.
Gut. Um uns den Weg hier vernünftig sauber zu machen, speichern wir einmal. Nein, das wollte ich nicht sagen, sondern dass wir ihn auftöten. Verkleiden uns wieder. Das sieht schon sehr, sehr gut aus, was wir hier gezaubert haben. Dann können wir jetzt gleich mit Mugen weiter vorgehen, um die beiden Mönche vorsichtshalber noch auszulöschen. Dann werden wir die beiden Soldaten da unten noch wegmachen. Oh. Sag mal, die tun uns zwar nichts, die Mönche, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Wer gegen uns, sich gegen uns stellt und sich mit dem Feind verbündet, ist der Feind. So, wir stellen uns auf die Seite. Haben da, glaube ich, freie Bahn. Und den nehmen wir auch noch gleich mit. Dann können wir beide runterwerfen. Goodbye, have a nice fly. Und da geht's in eine Tür. Dort können wir dann also auch noch Gegner ausschalten. Aber wir haben hier noch zwei Gegner. Oh, und ein Samurai. Der die beiden auch sehen kann. Wir können den sehen. Er kann auch alles sehen. Hier rauskommen kann uns, glaube ich, nicht allzu viel passieren. Moment, wir gucken mal. Speichern einmal. Guckt er überhaupt irgendwo hin? Ja, die Treppe dezent nach unten. Dann töten wir sie. Sie auch noch gleich. Wie gesagt, wir machen uns das so einfach, wie es geht. Wahrscheinlich machen wir es gerade gar nicht, sondern machen es ultra kompliziert, weil wir viel zu viele Leute wegmachen. Gut. Ich würde sagen, um nicht noch krasser abzuschweifen von der Mission, schauen wir, dass wir noch ein paar Leute hier wegkriegen und dann wieder weiter Richtung Takuma gehen. So. Schnell verstecken. Dann holen wir uns den Soldaten gleich. Verkleiden wir uns einmal.
Nehmen ihn auch mal mit ins Gebüsch, weil wir jetzt schon ziemlich viele Gegner hier oben liegen lassen haben. Auch sie muss dran glauben. So. Wir speichern mal wieder. Und wir wollen ja mal langsam zu Takuma. Sag's die ganze Zeit und mach es dann doch nicht. Gut. Wir gehen jetzt mit ihr zurück und schauen, dass wir jetzt wirklich die Glocke läuten. Dann machen wir noch mehr Gegner tot. Ein 1, 2, 3, 4. Ein 5. Das ist ein 6. Ne, wir gehen jetzt wirklich hier wieder zurück. Schauen, dass wir hier gleich die Gebetsglocke hauen. Hey, Treppe verfehlt oder was? Ja. Gut, aber Mugen wird sich erstmal noch dichter hier vorne verstecken. Takida. So. Keine Mönche, weil ich irgendwie schon alle weggemacht habe. Ah, da kommt mal noch einer. Ist die Frage, habe ich es mir gerade leichter oder schwerer gemacht, weil die irgendwie alle von unten kommen? Ach, das sollte ich machen, um ihn reinzuholen. Ja, gut, dass er schon direkt hier ist. Ah, okay. Wir werden jetzt doch noch ein paar auslöschen müssen. Also es war mir sowieso schon klar, aber... Nein. So machen wir das nicht. Habe ich die Glocke, glaube ich, gar nicht geläutet gerade, ne? Nach dem... Ja. Überspringen wir das Ganze. Machen wir kurz ein Safe-Game. Ja, Mugen ist schon drinne. So, Venus. Frage ist, wie kriegen wir das hin, dass wir noch mehr getötet bekommen. Weil er sieht ihn. Sieht er... Warte mal, wir können es ja mal so versuchen. Dann kommt er mit Mugen auch da längs. Ich weiß ja gar nicht, wohin führt denn diese Höhle hier?
Geht die überhaupt irgendwo hin? Ja, ganz unten. Ja, können wir ja nehmen. Warum nicht? Gut. Brauchen nicht schleichen. Dann gehen wir hier rein. Komm raus. Töten ihn. Fragen ihn mal hier hin. Speichern. Dann überlegen wir uns was Neues. Und zwar, wie wir mit Mugen unten rauskommen. Und schleichen wir uns hier ran. So. Gehen mit ihr weg. Stellen uns auf die andere Seite. Ich hätte gern beide abgelenkt. Kann ich nicht mit beiden reden? Egal, ich glaube, mein Plan geht auch anders auf. Indem wir jetzt mit ihr Schattenmove den machen. Und das machen. Und Plan ausführen. So, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Einmal wieder speichern. Mit der kleinen süßen Aiko mal da längs gehen. Und dann... Dann gehen wir hier links. Töten ihn da unten. Oder wo guckt er hin? Oh, das könnte gefährlich werden. Nein. So nicht. Du Schuft. Gut, das müssen wir also ganz, ganz anders machen. Können wir da hoch? Nein, weil der Samurai uns sehen könnte. Das heißt... Das heißt, wir müssen die jetzt hier gleich ablenken. Und zwar so rum. Bis wohin kann er denn richtig sehen? Er kann da gar nicht hingucken. Aha. Der da oben stört ja eigentlich nur. Oh Gott.
Gibt's doch nicht. Eieieiei. Ich wusste nicht, dass sein Winkel auch so doof ist. Gut. Dann machen wir das so. Und müssen jetzt gucken. Nee. Es geht so nicht. Wie machen wir das? Er lässt sich ja nicht auf Sake ein. Wenn sie jetzt das Niespulver schmeißt, kriegen die das natürlich mit. Wir können versuchen, dass wir ihn ablenken und alle stehen bleiben. Nee, es funktioniert nicht. Wir müssen gucken, wie weit der Samurai gucken kann. Gut, der kann ihn nicht sehen. Er kann da nicht hinsehen. Er kann da nicht hinsehen. Das heißt, wir müssen uns was richtig Cooles ausdenken. Und ich habe da schon eine Idee. Nur dazu müssen wir die hier hingucken lassen. Ungefähr so. Dann machen wir das richtig abgefahren. Und schleichen hier unten an der Ecke längs. Gucken einmal, wie er guckt. Können wir an dem vorbeischleichen? Ohne dass sie uns sieht. Ich meine, das klingt so doof. Ist es auch. Jetzt machen wir es noch kranker. Alter, was? Wie hat er das jetzt gemacht? Gut, wir laden nochmal. Und lenken ihn so rum ab. Geh mit Mugen vorbei. In die Ecke. Es funktioniert alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Leute, was ist hier los? So. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Break. Ich sehe zu, dass wir hier Mugen nochmal aus der Zone rauskriegen. Und dann gehen wir das Ganze in der nächsten Folge komplett anders an. Bis dann und denn, euer Eki. Auch wenn ich ein kleines bisschen gefrustet bin, kriegen wir das irgendwie noch alles hin. Und ich habe euch alle weiterhin lieb und werde das Spiel nicht aufgeben. Ey. Haut rein.